Major Sarkana. Ich höre. Wir haben einen Ihrer Trupps getroffen. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen. Wisst ihr, was ist noch übrig? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warhammer 40.000 Space Marine 2. Der Weg ist frei. Bewegung. Heilige Terra. Ich habe gerade an der Seite. Ach du Scheiße. Was für ein Gemetzel. Es gibt keine Entschuldigung für Feigheit. Der schwere Spolter war jetzt nicht so. Mittlere Distanz für die Boltpistole. An die Arbeit. Ja, gut. Was zur Hölle? Okay, dann kann ich erstmal gucken, ob hier irgendwo ein Datenpad liegt, was uns vielleicht erklärt, was hier verdorcht noch als passiert ist. Der Marwaffe für kurze Distanz, ja gut. Wäre vielleicht gerade auch nicht verkehrt gewesen. Oh. Krieg. Alles ein bisschen enger jetzt. Kann nur gut für uns sein. Hätten ein Schwert haben will, ne? Ja. Von da lang. Sind die Deserteure verschwunden. Möge jene, die ihre Leute im Stich lassen, die Vergeltung des Imperators ereilen. Wir haben Formation eingenommen und uns so gut es ging gewehrt, haben uns langsam zurückgezogen und die Waffen der Gefallenen ergriffen. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Für Cardia. Für den Imperator. Oh, Hochleistung mit Zielfernrohr. Finde ich gut. Das mochten wir schon im letzten Teil. Liebe, also ich. Mit wir bin immer ich gemeint. Wobei ich so meine Zweifel habe, dass mir das in diesen engen Gängen hier wirklich nutzen wird. Mit Zielfernrohr. Aber in den engen Gängen machen wir es eben im Nahkampf. Granatwerfer ist natürlich auch nicht verkehrt. In jeder Ecke liegt eine Waffe. Beuterpistole ist schon gut. Ich hab keine Granaten mehr. Opfer ist tödlich. Wechsel Magazin. Okay. Übel, sprach der Dübel und verschwand. Aufgefüllt. Ich könnte natürlich auch öfter mal hier den Rage-Modus benutzen, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich wiederhole, warte auf Angriffsbefehl. Major, hören Sie mich! Hier spricht Leutnant Titus. Identifizieren Sie sich. Captain Aiden, Sir. Langstreckenkommunikation wurde beschädigt. Sie müssen in der Nähe sein.
Halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Ich frage mich ja, warum hier weil Kettenschwerter rumliegen, also Space Marine Ausrüstung. Das ergibt für mich nicht so wirklich Sinn. Weil normale Soldaten benutzen keine Kettenschwerter. Wobei natürlich es durchaus sein kann, dass einfach nur Ausrüstung bevorratet ist, falls die Astartes für einen Einsatz vor Ort kommen müssen. Ja, doch, komm. Damit erledige ich sie. Könnte in den schweren, in den engen Gängen durchaus praktisch sein. Bisschen taktisch müssen wir auch irgendwie vorgehen. Taktik geht über Präferenz. Die ersetzt gar nicht meine eigentliche Waffe, sondern nur solange diese Munition hat. Ah, Mist. Sie haben mich erwischt. Jungs? Ah, guck, da kommt er schon. Zeit aufzustehen. Lieber Granaten und Stimpaks. Hässlich. Nehme Ausrüstung. Fragmentgranate raus. Erwischt. Die automatische Zielhilfe macht es mir gerade kaputt. Der Sahne hat mich durchgerannt. Imperator, du bist noch nicht in der Kraft. Du sahst schon schlimmer aus. Die Grenze der Nutzfähigkeit erreicht. Oh.
Nochmal werde ich nicht aufgehoben. Okay. Seine Waffe nach! Wasserpistole. Ah. Ein edles Geschenk aus der Schule. Magazinwechsel. Gucken wir mal, wie gut die funktioniert in dem Spiel. Im letzten war sie nicht so schön. Hm, dass ich jetzt, wo ich so kurz vorm Tod bin, meine quasi. Rüstung hat schwere Schäden. Ein eingeengtes Sichtfeld habe, finde ich auch irgendwie eine coole Idee. Also gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden, was wir vielleicht nutzbar machen können. Jetzt haben wir Munition. Ah, Medikament. Einen Moment, Brüder! Bisschen besser, sehr gut. Dafür. Sarkana. Ich höre. Wir sind zu Captain Aiden vorgestoßen. Aiden? Ich dachte, er wäre tot. Wir nähern uns seiner Position. Kann ich mit ihm sprechen? Schon dabei. Lass uns erstmal ankommen. Ich möchte auf jeden Fall eine andere Waffe. Sehr gut. Ja. Munition voll. Da liegen Tyranniden. Verbindung steht. Sie können sprechen, Major. Captain Aiden, ich habe befürchtet, Sie wären tot. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Groxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Jawohl! Sie werden den kardianischen Zorn spüren. Gut. Soldaten, ehrt euren Imperator. Mit Vergnügen, mein Lord. Nein, du kämpfst gerade an der Seite von Space Marines. Wo ist der Panzer hin? Das verdammte Tor ist im Weg. Schon ein bisschen umgucken hier.
nichts. Aber ich mag, glaube ich, die mit dem Granatensatz etwas lieber. Der Weg ist frei. Bewegung. Ja, dann schickt man den Panzer da durch. Muss man nicht. Heißt, wir sollen hier hoch, ja? Na dann. Schnellfeuerkarabiner für mittlere Distanz. An die Arbeit. Das habe ich noch gar nicht benutzt, ne? Machen wir mal das Tor auf für den Panzer. Das Tor öffnet sich! Trupp, bewegt eure lumpigen Hintern durch das Tor! Sofort! Schließt zu den Kardianern auf! Zu Befehl, Leutnant! Okay, machen wir das Tor hier auf dafür, okay. Oh, ich höre schon erst die nächsten Tyrannien kommen. Mich. Ich hoffe, dass ich die nicht komplett von vorne anfangen muss, die Mission. Das wäre ungünstig. Aber es ist eine Niederlage. Ja, ne, gut, sehr gut. Ja, ohne Granaten ist das hier schon ein bisschen ungünstig, aber geht. Die Tyrannienkrieger sind tatsächlich ein Problem für mich. Thank you.
Die hauen nämlich ganz ordentlich drauf. Okay, mit dem Plasma. Leutnant, es wird eine Weile dauern, die Anlage zu durchqueren. Ich bin überhitzt. Sollte es schneller gehen, mein Lord. Hey! Wir machen sie nicht frei. Doch mehr Drecksviecher! Nee. Ey! Zweites Mal, Kollege! Dass er den hinrichten könnt. Ziel zerstört. Okay, aus der Hüfte raus ist er nicht halb so präzise, wie er normalerweise Major, ist. Die haben die Anlage zurückerobert. Lobet den Imperator! Ich nehme eine Walküre und komme zu Ihnen. Gut, ich habe nämlich keine Munition mehr. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Es? Das Schwarmbewusstsein, die mächtige Schwarmintelligenz der Tyranniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major, die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sarkana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir! Zeig mir diesen Bastard, was das Achte alles drauf hat! Für Radia! Ich wurde aufgeladen. Das ist aber nett von euch. Ja, dann werden wir wohl wieder in die Schlacht müssen, ne? Bis der Rückzug abgeschlossen ist. Genau so lange machen wir die Folge. Ach du Heiliges! Wir müssen ein Verteidigungsperimeter errichten. Meine Truppen sind in Verteidigungsposition. Sie halten die Stellung. Granate, perfekt. Die Feinde werden versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das darf nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. Nicht gut für die, die hier unten sind. Die Nordwand ist durchbrochen. Konzentriertes Feuer. Zögern nicht.
Vielleicht sind sie von Will zu einfach. Ich brauche Granaten. Die Orbitalkanonen funktionieren, aber das Zielsystem hat eine Störung. Es muss manuell zurückgesetzt werden. Verstanden. Brüder, beeilen wir uns. Ja, selbstverständlich. Das ist so cool, dass er den einfach im Schwanz packt und Matsch macht, ne? Müssen die Kleinen alleine klarkommen erstmal. Kardianer. Aufgefüllt. Aufgefüllt. Oh, gut, sieht das hier aber auch nicht aus. Kein Wunder, dass alles im Arsch ist. Ach so, was hat uns das Fragment geraten? Okay. Helft, wo ihr könnt, aber beeilt euch. Das Zielsystem hat oberste Priorität. Ja, mein Gott. Hey Jungs! Ich habe die Granaten nicht mehr benutzt von dem Ding, ne? Egal, aber ich brauche Munition, ich brauche Medikit, habe ich alles nicht. Wasserpistole habe ich, ja. Behüte diese Maschinengeister, beschütze ihre heiligen Mechanismen, aber lass ihre Daten verloren gehen. Die Geheimnisse, die wir vom Adeptus Mechanicus ihnen entlockt haben, ich wünschte, wir hätten nie von ihnen erfahren. Lass das Bevorstehende schnell vergehen! Bitte, gütiger Maschinengott, lass den Manufaktor Principalis nicht von all dem erfahren, was wir gefunden haben! Mhm. Major Sakana, wir haben das Zielsystem fast erreicht. Sie müssen die Paneele der Satellitenschüssel manuell aufrichten. Wir kümmern uns darum. Tun wir das. Major, ich sehe die Mechanismen. Einen Moment. Seien Sie vorsichtig! Die Piraten haben Sie bemerkt! Sollen Sie nur drauf! Halten Sie mir verbleibt, während ich das erledige! Ups, das dauert aber lange. Na gut, es ist kein Wunder, dass die Kardianer das nicht hingekriegt haben. Einer geschafft. Ja. Mammutaufgabe. Den Melter sollte ich nur benutzen für große Gegner. Ey! Ich brauche Hilfe! Ist das schon wieder so ein. Lass das nicht zur Gewohnheit werden. Ich stehe in deiner Schuld. Wer? Ja. Alter, du bist Kacke. Gott. Habt ihr das? Haltet noch ein bisschen auf. Geschafft. Jetzt zum nächsten. Ja.
Okay, Melter ist nicht meine Waffe. Überhaupt nicht. Das hier hat Dank. Muss ich wechseln. Erwischt. Komm. Das wird mir gute Dienste leisten. Na los, Jungs, das schafft ihr. Einer noch. Ich gebe nicht auf, solange ich warte. Damit erledige ich sie. Wo seid ihr? Ja. Jungs, was macht denn ihr auf der anderen Seite noch? Die Galaxie gehört dem Imperator und alles und jeder, der diesem Anspruch in Frage stellt, ist ein Feind und muss vernichtet werden. Großmarschall Hellbricht von den Black Templars. Muss ich das nochmal machen? Aber diesmal habe ich nicht den Melter dabei. Das ist schon mal gut. Die Teile sind ein Problem. Kann nicht lang schnacken. Ihr macht da, ich mach hier. Ist egal. Spuren sind ein Problem. Zeit für Rache. Dieser Fehler hätte fatal sein können. Ich stehe wieder. Ich war quasi schon durch, ey. Geschafft. Jetzt zum nächsten. Stellt er sich da hin und sprüht hier mit seinem Scheiß rum, ne? So gedrückt halt, ne? Sporenminen. Ja, mach sie weg. Wechselmagazin. Einer noch. Aufgefüllt. Lade nach. Haltet sie auf. Schafft sie mir vom Hals. Wir sind fertig. Oh, wir. Mein Lord, die Gargoyles wollen zur Antenne. Das Ziel wird ihn zerstören. Oh nein, mein Controller ist ausgegangen.
Strom leer? Nee. Irgendwie, keine Ahnung. Okay, was war das denn jetzt? Jetzt, nein, gerade als ich es geschafft war, geht der Controller aus. Ich war... Ja, kann natürlich sein, dass der Strom leer ist. Müsste ich mal bei Zeiten wieder laden. Toll. Oh nein, jetzt muss ich das nochmal machen. Oder? Nee. Jetzt ist nur verteidigen. Okay. Ja, wenigstens das. Okay, verteidigen ist noch eine Nummer höher. Okay. Hoffentlich hält er jetzt noch, bis ich durch bin. Weil mit Maus, das hat durch, keine Ahnung. Und da muss ich ihn laden. Dann ist das so. Ach du Heiliges. Und da ist er wieder aus. Moment. So, jetzt habe ich ihn erstmal ans Kabel gesteckt. Hier kommt das geflügelte Ungeziefer. Und wo ist mein Ton jetzt hin? Jetzt kommen alle Probleme auf Einschlag. Da habe ich das Mikrofon ans Kabel angesteckt, da wurde er jetzt als Lautsprecher erkannt. Und deswegen musste ich jetzt... aber ich glaube, für euch hat sich am Ton gar nichts geändert, nur für mich war das das Problem. Weil ich im Aufnahmeprogramm bewusst den Kopfhörer eingestellt habe und nicht den Standard. Ja komm, den müssen wir auch exekutieren hier. Der Falter hat es auf die Antenne abgesehen. Startet sie alle! Oh, die... Der Falter hat die Antenne beschädigt. Sporen, ne? Man sieht sie nicht mal. Sporenwerfern sind echt ein bisschen kritisch. Sie lernen niemals. Mein Lord, die Antenne ist schwer beschädigt.
weiß nicht mal, was hier gerade auf mich... Ah, nein. Nachladen! Ich bin schwer getroffen. Gut. Objektive gescheitert. Vergesst nie den Namen des der Ehre von Gefallenen. Erinnert an ihre Taten und wisst, dass ihr Opfer dem Orden zur Ehre gereicht. Kein Sohn des Gulliman. Was auch immer. So. Durchaus bewusst. Wir müssen sie bisschen, ne? Ich weiß es ja. Vielen Dank, Bruder. Ich gebe nicht auf, solange ich atme. Mache den Weg frei. Und die Direktive ist wieder gescheitert. Captain Dothari von den Iron Lords. Das kennen wir schon. Dass ich da, sobald die... Oh, nee. Das funktioniert schon gut, wenn ich die mit dem Granatwerfer hier weghole. Was kann sich treffen?
zerstört. Mission gesichert. Nehme Ausrüstung. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Ich bin jetzt das erste Mal hier geflogen. Die Antenne steht. Will der mich wieder aufheben? Okay. Sehen wir, dass die Sparmacht sind kaputt. Nutzen Sie das Terminal zum Ziel! Okay, dann machen wir das doch jetzt mal. Mein Gott, ey. Das ist doch eine schwere Geburt. Endlich werden wir diese schändlichen Schiffe brennen sehen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Schwarmflotten-Mutterschiff gesehen habe. Das ist keins mehr. Schwarmschiff mit der Macht der Flugabwehrbatterien. Ich glaube, ich kriege die Einblendung gar nicht mit den Steam-Errungenschaften. Ne? Leutnant, Captain Akaran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Der Feind hat uns unter Druck gesetzt. Wir wurden voneinander getrennt. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Elion bereits tot. Etwas hat seinen Helm geradewegs durchbohrt. Ich hätte bei euch sein sollen. Ich wünschte, er hätte lange genug gelebt, um das Schwarmschiff brennen zu sehen.
Ich habe 2 Jahrzehnte lang an Elions Seite gekämpft. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Da unten ist Tödlicheres als Hormaganten. Es war eure Schuld, dass unser Trupp getrennt wurde. Bitte? Er ist tot, Sergeant. Was zählt, ist die Pflicht. So schnell vergesse ich meine Brüder nicht. Mission über alles. Kann ich mich hier eigentlich komplett umgucken? Machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und das Spiel macht so unglaublich Spaß. Auch wenn es manchmal ein bisschen frustrierend ist, aber das liegt halt auch am Schwierigkeitsgrad. Vielen Dank und bis dahin. Euer Steffen.